Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Let's Play-Folge von Champions of Regnum 2021. Jo, gut, ich habe einen EXP-Booster 200% angesetzt. Das war der Verdienst. Ich war ja irgendwie hier. Ich war hier und bis hierhin. Also, es ist recht uneffektiv. Kauft euch solche Booster nicht. Spielt lieber ein bisschen länger. Ja, weil ich hatte ganz viele Syrtenjäger. Dankeschön für die Unterstützung, ihr lieben Syrten. Und ja, bitte nicht so peinlich sein und auf Leveler losgehen, wenn ihr keine Chance habt gegen uns. Level 60er. Jo, also 16, 10 unterschiedliche Syrtis. Und hier 28 Syrtis. Ja, das sind dann die Jäger. Nein, kein Problem. Ja, sind halt einem Hobby los, sind ein bisschen unterfordert. Kommt alle zu Alysios oder zu Ignis, bitte. Ja. Dann sind die Syrten nicht mehr unterfordert. Genau diese Quest verstehe ich nicht. Ich habe alles gemacht. Ich müsste vielleicht nach Hauptstadt noch kurz. Und sonst eben den Magneten-Quest mache ich ja nicht. Eigentlich habe ich genug Magneten, damit ich einmal das machen kann. Ich könnte hier reingehen. Aber das wäre für den Zentral, also für den Nutzer natürlich eine Verschwendung. Die Leute unbedingt dorthin wollen. Also Paket abbringen, Brief mache ich natürlich nicht. Dorthin. Ja, wie heißt dieses kleine Scheißdörfchen? Und Fingerdörfchen. Skolheim. Genau. So. Jo, ist wie immer eigentlich nicht so viel los. Ich habe jetzt den ganzen Abend gewartet, bis mal eine Schlacht losgeht. Aber das Problem ist, ich bin nicht in einem Selbstmordkommando wie die meisten Alsen. Ich möchte wirklich dann losgehen, wenn ich sicher sein kann, dass ich wenigstens ein bisschen etwas von Kriegspunkten bekommen kann, also Warzone-Punkten. Warmaster-Coins, genau. Und ja, ich habe ja irgendwie mehr als 1000 jetzt. Ist eigentlich Genüge gewesen, habe ich nichts riskiert. 2188 schon. Ich weiß nicht, wie die steigen sonst noch. Aber so viel hatte ich beim Auslocken letztes Mal noch nicht. Ich habe jetzt wirklich nicht mitgemacht. Weil die Königsheißpunkte waren ja auch relativ, weiß nicht, 20 weniger oder so. Aber auch so um den Dreh. Keine Ahnung. Jo. Also dann gehen wir hier mal noch schauen, ob es etwas zu craften gibt. Und dann gehen wir direkt natürlich dorthin. Aber ja, ich möchte natürlich die Quests noch alle machen. Und laufen ist ja auch schön, oder? Macht doch so viel Spaß, den Spielen hier im Game. Ja, leider nicht. Kann ich gleich noch eine Abkürzung zeigen nach vorne? Wenn ihr wollt, kann ich gerne alle Abkürzungen zeigen. Also am Anfang vom Video habt ihr eine kleine Abkürzung gesehen. Und den kurzen Knick eigentlich auslassen könnt. Und ja, also ist die Schmiede hier. Ich dachte, die wäre dort. Ist wirklich kein. Ja, da gibt's gar keinen, hä? Okay. Keine Ahnung, wo ich sonst noch eine Quest annehmen kann. Vom Crafting. Was echt, also in der Kneipe ist sicher auch nichts, das ist sowieso völlig die Billigkneipe. Da haben die Entwickler zu wenig Lust gehabt. Das ist nur ein Waffenschmied. Schwertrainer. Können wir gleich mal noch umskillen, klar. Kräftesets. Heilen. Ja, nicht wieder alles raus. Liebes Spiel, bist du denn so nichts helfend? Ja, verwenden, heilen.
Selbstheilung habe ich schon. Ja, das größte Problem ist eigentlich, ich habe einfach keinen Wiederbelebungszauber. Das ist natürlich schon sehr wichtig. Aber mir fehlen einfach die Punkte und ich möchte eigentlich nichts anderes rauswerfen dafür. Jeder Skill hat seine Berechtigung, ich kann nichts rauswerfen. Wir müssen also mindestens ein oder zwei Level noch warten. So. Oh, Magnetstärke 5. Ihr geht einfach hier hoch. Man sieht es kaum, aber es geht wirklich. Man kommt hier hoch. Genau, das ist der Abschnitt, wo man nicht so gut kommt. Ja, man rutscht auch runter, wenn man es falsch macht. Aber dafür, ja, spart man sich natürlich diesen Serpentinenweg rechts komplett. Ach komm. So, einfach hier hoch. Wahrscheinlich ohne Reittier. Ich habe halt einfach das kleinste Reittier gewählt. Ich bin schlau genug gewesen. So, genau. Und dann von hier oben rüber runter. Also das ist bei diesem Baum, der hier noch steht, der ist ja umgefallen. Da einfach runter. Und schon seid ihr wirklich auch hier beim Feuerelementar Anhänger und eigentlich hier bei der Luke. Und das ist eigentlich sozusagen die effektivste Abkürzung, die es gibt. Weil ihr natürlich extremen Weg spart. Also ihr spart eigentlich hier das links, rechts und dann diesen Knick hier um drum, oder? Das ist schon ein Knick, den man natürlich auch sparen kann. So. Und für die meisten, die Probleme haben, weil die Jäger hier sind, hier nicht runtergehen, hier ist es gefährlich. Also nicht mehr so gefährlich, aber noch gefährlich, immer hier oben durchgehen. Weil ihr kommt eigentlich direkt zum Krater und beim Krater habt ihr dann auch noch mal Kohle. Ist eigentlich immer, ja, die optimalste Ding. Weil ich jetzt natürlich im Video das zeige, sind dann die Syrten halt hier. Aber ich tue ja sowieso immer einen anderen Weg nehmen. Ihr werdet bei mir, also ich werde mich wahrscheinlich nicht killen können. Es gibt scheinbar mindestens einer, der Regnum-Videos disliked. Wahrscheinlich ist es ein von Syrtis. Das war ja damals das Problem, dass sie mich plötzlich gehatet haben, weil ich alles gewählt habe. Aber es stimmt doch. Jeder Deutsche wählt Alsius. Also, wieso hatet ihr mich dann? Kommt doch auch einfach zu Alsius. Ist doch kein Problem. Aber scheinbar wollt ihr ja gehatet werden und deshalb hatet ihr halt unschuldige Videomacher. Ihr wisst ganz genau, dass ich viel zu wenig Zeit habe. Ich kann niemals so gut sein wie ihr. Also lasst das bitte einfach. Es tut nicht nur euch gut, es tut auch der Regnum-Community im Allgemeinen gut. Okay, da ist jemand gestorben. Syrtenjäger, Syrtenjäger. Ja. Diese blöden Syrtenjäger sterben einfach viel zu oft. Okay. Genau aus diesem Grund wusste ich gar nicht, dass der jetzt auftaucht. Ich habe bei Sentinel gar nicht geschaut. Okay. Sag mal, noch ein Ding. Ja, der braucht natürlich das nicht. Da die Eye-Tocke schon ziemlich gut ist. So. Ja, ich habe natürlich nichts bekommen. Ist sehr ungerecht. Ich habe doch genug geheilt und so weiter.
Okay, ich muss weg. Hey Leute, hier kommt ein Syrte. Okay. Hey, jammer doch. Ja, das lohnt sich kaum hier. Also, aber. So. Ja. Hat ich schon mal ein Pferd im Boden gesehen? Oh Gott, ist das verbuggt. Ja, ich werde natürlich angegriffen. Ja, endlich mal. Ja, ich kann natürlich nicht raus. Okay, the watch will inform Drill in 8 Sekunden. Okay, die gehen, Herr Brett. Also, gehen wir auch. Natürlich. Herr Brett oder Efrias. Also, man muss auf Sei klicken. Geht aber nicht. Ja, kann ich während dem Kampf. Hallo? Nicht normal. Das Spiel ist einfach komplett falsch manchmal programmiert. Also erstens mal, dass die aggressiv sind. Und zweitens, dass einfach das nicht geht, wenn man angegriffen wird. Genau das ist doch der Grund, wieso man manchmal auch hier will. So. Also. Das Spiel macht den Spielern nie etwas Gutes. Also wirklich so Sachen. Nicht irgendwie enabled zu machen oder so. Ist eigentlich purer Hohn. Und das ist ja auch der Grund. Man ist hier im feindlichen Gebiet und man möchte doch eigentlich durchkommen, auch wenn man angegriffen wird. Denn die Monster sowieso wieder abhauen, zurückgehen, ist das völlig unnötig. Also ich meine einfach, es ist ein RVR-Spiel. Da muss man doch so etwas auch können. Sonst hat man ja nicht eine Chance, irgendwie zu überleben. Aber eben. Psch. Ja, die Angreifer, die müssen immer im Vorteil sein. Immer. Ja, mach doch das, dass man auch noch ausschließen kann zu den Profis. Die haben es halt damals hingekriegt, wo man noch Drops gehabt hat. Das sind alles Spieler, die halt einfach gezwungen werden, noch zu spielen, damit sie die Sache nicht verlieren. Und ja. Ihr seht's ja. Was macht ihr jetzt mit diesem Ebendim? Ah, oh, schon wieder ein Mob. Unglaubliche. Und mal was Anständiges hinkriegen, nervt mich das Spiel einfach täglich extremst. Geht doch weg, Mobs. Nur weil man ein bisschen unterlevelig ist, müssen die Mobs natürlich schon. Taurus ist die ganze Zeit hier. Ja, die sind halt schon extremst. Ihr habt die eben mit ihm jetzt besiegt. Ja, ich hab halt nix. Ich hab halt einfach die Flächenzauber nicht mehr. Das ist erst wirklich schlecht. Naja. Eben, ich werde wahrscheinlich jetzt wirklich den Jäger auspacken.
und mit dem kämpfen. Oder einen Schützen, aber der hat halt wirklich gar keine Ahnung, nicht mal ein Pferd oder so. Da muss ich es noch kaufen. Ihr könnt ja auch mal ein paar Gegner töten, damit ich ein bisschen XP bekomme. Aber scheinbar ziehen sie sich immer mehr zurück. Ja, man sieht halt die Schützen nie, das sind Jäger. In ihn setzen sie nicht diesen Sultansterror ein. Leute, so werdet ihr nicht. Es gibt keinen einzigen Schützen. Heftigst. Niemand spielt mehr Schütze. Aus irgendwelchem Grund gibt es keine Schützen mehr. Da ist ein Schütze. Komm, du bekommst dafür einen Buff über. Und es ist nicht mal der andere mit dem grünen Schädel. Ding. Kürbiskopf. Der ist auch nicht. Okay, es haben trotzdem noch andere. Der ist nämlich so hässlich. Den würde ich niemals tragen. Ja, leider bekomme ich wirklich gar keine XP, wenn ihr nicht mehr Schaden macht. Barbaren haben wir halt auch nicht. Barbaren könnten vielleicht noch. Er ist gestorben, der Barbar. Ja. Also wir sind auf der Verliererecke. Ja. Jetzt gehen wir kurz mal regenerieren hier. Keine Übersicht. Viel zu viel Zaubereffekte. Also viel zu viel Zaubereffekte. Ja, wir bekommen 0 Punkte. Und 34, also einen mindestens haben wir besiegt. Oder? Glaube ich bei 31, nein, bei 31. Also 3, einen haben wir besiegt irgendwie. Zeigt es halt hier wirklich nicht an. Muss ich mal ausstellen, die einen Sachen. Das Regenerieren könnte man doch auch ausschalten. Ich glaube, der ist tot jetzt. Ja. Ja, wenn man sich zu nahe dran wagt, ja, dann stirbt man halt. Fokus. Geht er weg? Ah, die Hirten sind noch überall hier. Und blöde andere Heiler. Bitte nicht. Ja, ist weg, heil. Wird sowas von nicht, ich gehe jetzt weg. Die werden sowas von verlieren. Das ist ein unnötiger Kampf, weil niemand eigentlich so richtig stirbt. Könnten mal runtergehen und schauen, was da noch für Gegner sind, die auf Level 60 gefarmt werden. Scheinbar werden hier unten.
Gegner gefarmt. Ja, ich könnte mich auch ertränken dann. Ist glaube ich nur 2 oder ist es 5, wenn man halt sich extra ertränkt. Aber das ist 5. Aber auf jeden Fall eben. Wir tun halt. Also ich zeige jetzt wirklich mit dieser Charakterklasse eigentlich nicht. Warzone, weil es lohnt sich echt gar nicht. Also, ich könnte mit dem Barbar eigentlich jetzt direkt weitermachen. Das ist Level 58, hat auch recht gute Schwerter. Aber das Problem ist da einfach, man bekommt natürlich auch keine Warmaster Coins oder so, wenn man jetzt nicht direkt angreifen kann. Also der Barbar hat halt auch keine Buffs, die auf andere wirken. Ich könnte sie anschreien, die Gegner. Ja. Also wenn ihr da Ideen habt, bitte in die Kommentare. Und Dankeschön für die Lobe. Ich kann jetzt gerade mal kurz schauen. Natürlich direkt auch anreden. Der Lolclips Deluxe hat geschrieben, weiter so Drago. Dankeschön dafür. Vielen lieben Dank. Und ja, ist natürlich sehr, sehr gut zur Motivation. Momentan ist die Motivation halt wirklich, wie gesagt, kann jetzt kaum etwas anderes machen, als wirklich das Spiel ein bisschen in die Kritik zu nehmen, weil es hat es verdient. Was jetzt wieder vorgefallen ist mit diesen Gegnern, normale Gegner, die angreifen, ist völlig nicht wert. Habt ihr gesehen, ich konnte nichts machen, weil da ein Gegner war. Ja, also hier gibt es nur Lord und gigantische Steingolems, beide sind Level 58, also gar nicht Level 60 oder so. Und das Problem ist, hier sind natürlich die Sirten. Also es lohnt sich überhaupt nicht hier. Also diese Schildkröte ist Level 60, klar. Aber Schildkröten, ja, also das haben wir halt auch. Bei uns ist es halt beim Ephrias Castle. Ja. Aus irgendwelchem Grund haben hat die das Hirtenreich hat immer ihre Vorteile. Es ist halt auch eine offene Wiese. Das haben wir halt im Wald nicht und deshalb ist unser Reich auch nicht gerade so beliebt. Weil sich überall Gegner hinter den Bäumen verstecken können. Aber gut, eben ich wähle halt auch mal die Schwachen. Aber können das Leute, die zum Beispiel Ego-Shooter spielen oder MMORPGs, können die das auch? Ich glaube kaum. Also ich wette, viele Leute haben einfach den Schwanz nicht dafür. Ja, ich verliere es. Voll die Elfenburg. Ja. Okay, ist schon ein bisschen ein Schloss, aber sieht eher aus wie ein Turm. Also ich weiß nicht, ob das im Real Life so defensiv wäre. Da könnte man eigentlich alles kaputt machen. Aber schön sieht es natürlich aus. Da bin ich schon öfters drin gewesen. Also schon fast zu viel. Schade, Shannarit Castle nicht ganz so viel. Weil das ist für mich natürlich etwas mehr so schwarz und bösartig. Ein bisschen Kirchencharakter. Also Kirchen sind für mich auch nichts Schönes, aber die Glas, also die bunten Gläser, die sind so schön.
Ich glaube auch den Soundtrack. Keine Ahnung, wie sehr jetzt der Sound gerade aus ist. Ich glaube, das Spiel will gerade einfach nicht, also das ladet den Sound irgendwie, aus welchem Grunde auch nicht. So, wollen wir noch ein bisschen in den Dschungel. Eben, die sind aggressiv, weil sie rot sind. Die roten Gegner greifen halt eigentlich immer an. Die orangen eigentlich auch, aber nicht so oft. Es hat jetzt gerade blöde mit Level 50 so viele roten Gegner zu haben. Aber ja. Jo. Aber scheinbar greifen sie jetzt nicht an. Okay, aber war ein super Part. Zwei Events. Torkoal und Evendim. Und ja, der andere kommt immer ein bisschen später. Ich glaube, morgen früh dann. Ja. Den mache ich nie mit, weil es im Tal gelegen ist und dann kommen natürlich die Egen immer von hinten. Tambien, was heißt Tambien? Sehr gut wahrscheinlich. Der greift nicht an. Gell? Also ist safe jetzt nochmal hier runter zu gehen. Hier ist leider der Turm. Ja. Okay, sieht auch aus. Sind Igen wieder Augsburg am Angreifen. Gut, dann ist hier ein guter Zeitpunkt. Ich gehe mich ertrinken. Und tu dann nochmals ein bisschen leveln. Tschüss zusammen und einen wunderbaren Tag. Tschüss.